Hallo zusammen und willkommen. Krebs gehört zu den häufigsten und gefährlichsten Krankheiten. Laut dem Statistischen Bundesamt erkranken fast jedes Jahr 500.000 Bundesbürger an Krebs. Besonders häufige Krebsarten sind Brust-, Darm-, Haut- und Lungenkrebs. Das heimtückische an Krebs ist, jeder kann daran erkranken. Der Krankheitsverlauf ist unberechenbar und der Behandlungserfolg ungewiss. Forscher beschäftigen sich daher mit der Frage, welche Stoffe das Risiko einer Krebserkrankung erhöhen können. In unserem heutigen Video erfährst du, welche Produkte krebserregend sein können und wie du diese umgehen kannst. Nummer 1. Clogs aus Kunststoff. Clogs waren ursprünglich Pantoffeln aus Holz mit einer dicken Sohle. Diese wurden allerdings durch Kunststoffpantoletten ersetzt, da diese günstiger und vor allem schneller zu produzieren sind. Wie ein Test des Bundesinstituts für Risikobewertung ergab, enthalten die Plastikclogs einen teils bedenklichen Mix an Chemikalien. Zu den Stoffen, die die Behörde in den Schuhen fanden, gehören beispielsweise polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK. Diese Stoffe werden von Experten als hochgradig krebserregend eingestuft. Es gibt zwar einen Grenzwert für PAK, aber dieser wird vor allem bei im Ausland gefertigten Schuhen oft überschritten. Daher solltest du beim Kauf deiner Clogs unbedingt auf deren Geruch achten. Wenn sie einen unangenehm beißenden Geruch haben, dann solltest du lieber die Finger oder vor allem die Füße davon lassen. PAKs können über die Haut aufgenommen werden, wenn sie lange mit ihr in Kontakt sind. Und so gelangen sie dann in deinen Körper. Das Problem dabei ist, dein Körper kann dieses Kohlenwasserstoff nicht korrekt abbauen. Beim Abbau von PAK entstehen chemische Verbindungen, die sehr reaktionsfreudig sind. Diese neuen Verbindungen können sogar mit deiner DNA reagieren. Wird die DNA einer Zelle verändert, kann sie zu einer Krebszelle mutieren. Wenn du trotzdem nicht auf deine Clogs verzichten möchtest, dann solltest du beim Kauf auf deren Qualität achten. Diese erkennst du besonders, wie eben schon beschrieben, am Geruch. Ist dieser Gummi oder teerartig, dann ist der Gehalt an PAKs sehr hoch. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, kannst du deine Clogs mit Socken tragen. So hast du in jedem Fall keinen direkten Hautkontakt zu den Kunststoffschuhen. Nummer 2. Produkte aus Plastik. Für unsere Gesellschaft gibt es eine Vielzahl von Bezeichnungen wie Informations- oder Leistungsgesellschaft. Alle diese Begriffe haben ihre Existenzberechtigung. Doch ein Merkmal, das alle modernen Gesellschaften teilen, ist der steigende Bedarf an Kunststoffen. Willkommen in der Plastikgesellschaft. Dass Kunststoffe nicht nur praktisch sind, sondern auch die Gesundheit negativ beeinflussen können, ist unter Experten inzwischen unumstritten. Dabei stehen besonders zwei Begriffe im Scheinwerferlicht der Wissenschaft. Und das sind Bisphenol A und Mikroplastik. Bisphenol A, kurz BPA, ist eine chemische Verbindung, die wirtschaftlich eine große Rolle spielt. Weltweit werden pro Jahr ca. 6 Millionen Tonnen BPA hergestellt. Du findest BPA häufig in Verbundstoffverpackungen, Plastikflaschen und Dosenbeschichtungen. Bisphenol A ähnelt der chemischen Struktur des weiblichen Sexualhormons Östrogen und dockt am Körper an dieselben Rezeptoren an. Wird der Körper übermäßig durch die hormonartigen Stoffe belastet, kann das zu körperlichen Veränderungen führen. So kann BPA bei Männern beispielsweise Männerbrüste und bei Frauen verstärkte Regelbeschwerden verursachen. Produkte mit einer hohen Konzentration gelten außerdem als krebserregend. Ein anderes Risiko, das von Kunststoffen ausgeht, ist Mikroplastik. Plastik verwest nicht, sondern zerfällt lediglich in Nanomillimeter große Teilchen. Diese gelangen über das Grundwasser ins Trinkwasser oder Lebensmittel, die du dann zu dir nimmst. Im Körper angekommen können die Kunststoffteilchen zur Entzündung führen und Krebserkrankung begünstigen. Wenn du auf möglichst viel Plastik in deinem Leben verzichtest, entlastest du damit nicht nur die Umwelt, sondern auch deinen Körper. Einen großen Schritt zu einem Leben mit weniger Kunststoffen kannst du machen, indem du beim Einkaufen von Lebensmitteln auf kunststofffreie Verpackung achtest. Du kannst beispielsweise Glas anstelle von Plastikflaschen kaufen und deine Lebensmittel in BPA-freien Behältern lagern. Nummer 3. Talkum. Talkum ist die pulverisierte Form des Minerals Talg. Es befindet sich vor allem in Babypuder oder Kosmetikartikeln. Doch auch Kaugummis, Kondome und Diaphragmen können mit Talkum versehen sein. Floh- und Zeckenpulver beinhalten ebenfalls Talkum. Seit 1973 hat die FDA, die amerikanische Lebensmittelüberwachungsbehörde, den Beschluss gefasst, Grenzwerte für Talkum in Kosmetikprodukten festzulegen. Dazu kam es jedoch nie. Die Folgen sind, zahlreiche amerikanische Frauen klagen, weil sie durch den Gebrauch von Produkten mit Talkum an Krebs erkrankten. Einige Frauen bekamen über 100 Millionen US-Dollar zugesprochen, während andere Frauen leer ausgingen. Weniger als 10 Jahre nachdem die FDA ihren Beschluss fasste, erschien eine Studie, die das gesundheitliche Risiko von Talkum beleuchtete.
1982 veröffentlichte die angesehene Fachzeitschrift Cancer eine Studie von Kramer, in welcher ein Zusammenhang zwischen Talkum und Eierstockkrebs hergestellt werden konnte. Demnach haben Frauen, die regelmäßig Talkumpulver im Genitalbereich verwenden, ein dreimal höheres Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken. Frauen sind aber nicht die einzige Risikogruppe. Babys, bei denen oft Talkumpulver verwendet wird, da es die Haut trocken hält, atmen das Pulver häufig ein. Am besten ist es daher, wenn du komplett auf Pulver aus Talg verzichtest. Es gibt eine Vielzahl von talgumfreien Alternativen im Internet oder im Drogeriemarkt. Nummer 4 Teflon. Im Bergbau gibt es den Begriff böses Wetter. Dabei handelt es sich um schädliche Gasgemische, die toxisch wirken können. Um sich zu schützen, wurden lange Zeit Kanarienvögel mit in die Stollen genommen. Hörten diese auf zu singen, war das ein Zeichen dafür, dass giftige Gase in der Luft waren und die Bergleute verließen den Stollen. Auch heute noch können wir von Kanarienvögeln lernen. Versuche haben gezeigt, dass Teflon zu toxischen Reaktionen bei Vögeln und sogar zu deren Tod führen kann. Denn wenn Teflon erhitzt wird, entstehen Zersetzungsdämpfe. Doch nicht nur Singvögel reagieren sensibel auf Teflon, sondern auch Menschen. Atmest du zu viel dieser Dämpfe ein, kann dies zu einem Teflonfieber mit grippeähnlichen Symptomen führen. Besonders kritisch bewerten Wissenschaftler dabei den Stoff PFOA. PFOA wird verwendet, um Teflon an die Pfanne zu binden. Er wird als vermutlich krebserregend eingestuft. Damit Teflon zu keinem Gesundheitsrisiko wird, solltest du Teflonpfannen lediglich auf niedriger bis mittlerer Hitze verwenden. So verdampfen die Bestandteile der Beschichtung nicht. Benötigst du mal etwas mehr Hitze, kannst du auf eine Eisen- oder Edelstahlpfanne zurückgreifen. Nummer 5 Lufterfrischer. Duftbäume, Lufterfrischer oder Duftsprays gehören zum Alltag der meisten Menschen. Je nach Wunsch riecht es frisch nach Zitrone, weihnachtlich nach Zimt oder exotisch nach Papaya. Doch Mediziner schlagen schon seit Jahren Alarm und warnen vor Chemikalien. Regelmäßig warnt der Berufsverband Deutscher HNO-Ärzte, dass Duftbäume im Auto zu Krebs führen können. Besonders betroffen sind demnach Menschen, die im Auto rauchen. Die Duftstoffe der Duftbäume verteilen sich in der Luft und gehen eine Verbindung mit gesundheitsgefährdenden Stoffen des Zigarettenrauchs ein. Diese Verbindungen werden anschließend eingeatmet und schädigen die Zellen. Doch nicht nur Duftbäume sind ein Risiko. Bedenkliche Inhaltsstoffe lassen sich nahezu in allen Lufterfrischern finden. Dazu zählen beispielsweise Stoffe wie Formaldehyd, der verdächtigt wird, die Entstehung von Krebs zu begünstigen. Dazu kommen Duftstoffe wie Lilial, der ebenfalls mit Krebserkrankungen in Verbindung gebracht wird. Da Lufterfrischer ein großes Gesundheitsrisiko bergen, solltest du unbedingt darauf verzichten. Wenn du unangenehme Gerüche loswerden möchtest, ist regelmäßiges Lüften eine effektive Alternative. Nummer 6 Rotes Fleisch. Die IARC, ein Teil der Gesundheitsorganisation WHO, ist ein Gremium aus internationalen Experten, die potenzielle Krebsrisiken untersuchen. Wenn es zu einem Lebensmittel oder Stoff genügend wissenschaftliches Material gibt, in welchem eine Verbindung mit Krebs hergestellt werden konnte, untersuchen die Fachleute die Studienlage. Dabei berücksichtigen sie Hinweise aus verschiedenen Bereichen. 2015 beschäftigten sie sich zuletzt mit der Frage, ob rotes Fleisch zu Krebs führen kann. 22 Experten aus 10 verschiedenen Ländern untersuchten 800 Studien zu diesem Thema. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass unverarbeitetes rotes Fleisch wie Steak, Lammkeule oder Hammelkoteletts wahrscheinlich das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Noch schlechter jedoch ist verarbeitetes rotes Fleisch wie Hotdog, Salami, Bacon, Fleischkonserven oder Wurst. Das Gremium kommt zu dem Schluss, dass der Verzehr von verarbeitetem rotem Fleisch zu Darmkrebs führt. Verarbeitetes rotes Fleisch ist aus Sicht der Experten somit in derselben Kategorie wie Tabak, UV-Strahlung und Alkohol. Das Risiko für Krebs erhöht sich um fast 20%, wenn täglich 50 Gramm verarbeitetes rotes Fleisch verzehrt wird. Experten empfehlen daher, Produkte wie Hotdogs oder Salami nur selten zu essen. Nummer 7 Alkohol. Was die meisten Menschen nicht wissen, Alkohol erhöht das Risiko an Krebs zu erkranken. Besonders häufig betroffen sind Mund- und Rachenraum, Kehlkopf, Dickdarm, Leber und Brust. Dabei gibt es keine Gruppe von alkoholischen Getränken, die riskanter ist. Bier, Wein, Likör, Whisky, Rum oder Cocktails haben alle denselben Effekt. Es kommt lediglich auf den Alkoholgehalt des Getränks an. Je mehr du trinkst, desto höher ist auch dein Risiko an Krebs zu erkranken. Alkohol wird von deiner Leber verstoffwechselt, wobei Nebenprodukte entstehen. Eines dieser Stoffwechselprodukte ist Acetaldehyd. Dieser Stoff ist nicht nur für den Kater am nächsten Morgen verantwortlich, sondern geht auch leicht in eine Verbindung mit der menschlichen DNA ein.
Er verändert diese und hindert den Körper daran, die geschädigte DNA wieder zu reparieren. Dadurch entstehen mutierte Zellen, was zu einem Tumor führen kann. Je weniger Alkohol du also trinkst, desto geringer ist auch das Risiko, an Krebs zu erkranken. Experten raten, dass Frauen nicht mehr als ein alkoholisches Getränk und Männer nicht mehr als 2 alkoholische Getränke pro Tag trinken sollten. Unser kurzes Fazit: Krebserregende Stoffe stecken in einer Vielzahl von Produkten. Das bedeutet jedoch nicht, dass du auf jedes Produkt oder jedes Lebensmittel verzichten musst. Oft gibt es Alternativen, mit denen du deine Gesundheit schonen kannst. Daneben gilt, dass es manchmal schon reicht, bewusster mit bestimmten Produkten umzugehen und beispielsweise eine Teflonpfanne nicht übermäßig zu erhitzen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.